Ja, Leute, und jetzt ist es schon wieder so weit. Es gibt was zu reparieren, und zwar den Tonka von meinem Sohn. Ich habe ihm gerade erst einen frischen Akku gekauft. Einer ist hier drinne, und ja, der Akku war anscheinend so gut, dass er ja das Modell kaputt gemacht hat. Und zwar, wenn ich das Modell einschalte, haben wir das Problem. Er fährt, aber die Lenkung funktioniert nicht. Ihr hört's. Es ist einfach nur am Rauschen und am Kratzen. Und da gucken wir einfach mal hier rein, was da eigentlich passiert ist. Ich würde sagen, wir labern nicht viel, fangen direkt an, den Gehäusedeckel aufzumachen und schauen, was da eigentlich drinnen passiert ist. So. Neuer Akku kann raus, und dann fangen wir einfach mal an. Ich hoffe, dass der hier die Schrauben hier abkriegt, so. Jo, funktioniert gut. Okay, das hier haben wir schon mal so weit. Zack, offen, und wir sehen, dass es hier eigentlich nichts zu sehen gibt. Es gibt anscheinend hier noch mehr Schrauben. Ach, wir müssen ihn einmal umdrehen und hier abmachen. Aber hier sehe ich vorne noch mehr Schrauben, und zwar hier am Dämpfer. So, eine Schraube ist schon weg, und zwar kann man hier sehen, hier ist eine Schraube, und hier ist einfach nur eine Blende. Hier ist gar keine Schraube drin. Sieht aber so aus wie eine Schraube. Ja, und da sind wir schon in der Elektronik, in der Box, und wir haben hier den Servo, und der Servo scheint hier die Probleme zu machen. Der kriegt ja Strom, kriegt alles, aber die Lenkung funktioniert einfach nicht, weil da drin wahrscheinlich irgendwas kaputt, vielleicht sogar gebrochen ist. Ja, dafür müssen wir das hier alles einmal aufmachen, die ganze Front einmal öffnen. Ich drehe das Modell am besten mal hier in die Richtung. Dann legen wir was unter die Reifen. Dann kann man noch ein bisschen besser gucken. Ja, und da haben wir die Achse auseinander. Und ich sehe hier irgendwas. Schauen wir mal, wenn ich das hier jetzt richtig ansetze. Warte mal. Ja, wollen wir das doch einmal antesten hier. Wir legen einfach mal irgendwas hier drunter, damit er in der Luft ist. Dafür haben wir den Akkuschrauber. Jetzt sind die Räder in der Luft. Schließen den Akku an. Der Akku kommt hier unten hin. So, Akku ist drin, Fernsteuerung ist an. Ja, das Servo will einfach nicht lenken. Ja, machen wir den Servo mal offen und gucken mal, was da wirklich jetzt drinne los ist. Das heißt, wir müssen den Servo mal ausbauen und einmal schauen, was ist hier eigentlich passiert. Dafür bauen wir ganz einfach den Servo hier aus. Zwei Schräubchen. Sieht mir ziemlich einfach und billig aus alles. Ja, das kann man, das Servo selber kann man hier wohl aufmachen. Hier haben wir einmal was zum Öffnen. Ja, ich mache den hier mal einfach mal frei. Ach, der Motor war fest, Leute. Da war irgendwas fester drin, hat gerade geklemmt. Ich habe den ein bisschen fester gedreht, und schon ging das. Passt auf, ich mache jetzt noch mal an. So, und der Motor dreht, schaut mal. Wenn ich den hier bewege. Ist ja eine geile Sache.
funktioniert der Motor wieder. Ja, das war's eigentlich. Hey, ich, ja, der Fehler ist gefunden. Es hat einfach der Servo hier geklemmt, weil, keine Ahnung, ich sehe hier auch so ein bisschen Sand drin. Ja, und da können wir praktisch hier schon wieder zusammenbauen. Stecken wir den Servo mal zusammen. Na, wieso passt das denn alles hier nicht? So, das Modell noch einmal anmachen und schauen. Ach, nicht alles abreißen, einfach nur einschalten bitte. Und da funktioniert der Servo wieder. Ja, Leute, scheint gut zu funktionieren, heißt also, das Modell kann zusammengebaut werden. Der Tonka ist wieder fahrbereit. Ich freue mich schon, bis er nächstes Mal wieder kaputt geht und ich was richtig Großes machen kann. Vielleicht, weil so ein geiler, bürstenloser Motor hier drin hat, der hat zwei Motoren, einfach mal zwei Brushless-Motoren hier reinschmeißen. Boah, das wäre bestimmt eine heiße Sache. Und dann mal gucken, was der dann alles mit Brushless-Motoren für Stunts machen kann. Da werde ich noch ein bisschen dran tüfteln und werde das aber irgendwann machen, dass ich hier zwei Brushless-Motoren reinschmeiße. Aber erstmal soll er damit Spaß haben, solange es noch funktioniert. Dann nehmen wir hier den Frontbumper. Legen wir hier drauf. Ja, Abdeckung drauf. Hier kommen ja die zwei Schräubchen. Ich weiß gar nicht, wo die eine ist und wo die zweite ist. Ich habe die irgendwo hier verloren. So, Blende ist drauf. Jetzt ist die nächste Schraube runtergefallen, da muss ich wieder eine neue finden. Aber ich habe ja noch ein paar Ersatzschrauben hier. Hier vorne kommt eine Feder hin. Hier kommt dieses Zahnrädchen drauf. Das ist für die Radverstellung, Grundeinstellung, das kommt so da drauf. Dann kommt die Abdeckung wieder drauf. Achtung, dass das hier alles tiptop sitzt. Und eins, zwei, die letzten Schrauben. Hier kommt zwar auch noch eine hin, aber die habe ich gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir hier einfach eine aus der Wünschliste nehmen soll. Ja, hier habe ich eine gefunden, die könnte passen. So eine hier. Schmeißen wir mal da rein und machen die fest und dann haben wir eigentlich alle Schrauben zusammen. So wie es aussieht, packt die aber gar nicht. Keine Ahnung. Hat aber nicht gepackt, Leute. Da scheint irgendwas abgerissen zu sein, deshalb ist die Schraube mir jetzt hier an dieser Stelle egal. Wir schmeißen den Akku mal rein. So. Deckel zu und schauen wir dann direkt, ob das Teil funktioniert. Ja, wie immer Leute, zum Schluss eine kurze Probefahrt durch den Keller. Ja, und das war's, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao.